Guten Morgen, ihr Lieben. Heute werde ich ein bisschen vloggen. Es war jetzt ganz spontan. Mila wartet schon, weil wir sie jetzt anziehen müssen. Es ist jetzt ungefähr 8 Uhr. Der Kleine ist bei mir hier vorne drinne. Wir haben sehr schlecht geschlafen, weil der Kleine hat eine verstopfte Nase und ist dann immer wach geworden. Das war ein bisschen blöd. Ich habe heute einiges zu tun im Haushalt. Hier zum Beispiel die Wäsche, die wird wahrscheinlich jetzt 3 Tage da hängen, weil mein Mann hat sie rausgeholt, die war aber noch klitschnass. Und da unten liegt jetzt ein Handtuch, weil es getropft hat. Ich hatte nur keinen Bock, sie jetzt nochmal reinzupacken, um zu schleudern. Ich hoffe, dass es geht. Und ich habe noch etwas vor. Hier liegt auch schon ein Stapel Wäsche. Und hier liegt auch jede Menge Wäsche von Louis und von Mila. Und das sind alles eher größere Sachen. Deswegen liegen die hier oben und noch nicht in den Schubladen. Weil ich vorhabe, die Sachen, die zu klein sind, auszusortieren. Louis hat jetzt Größe 62 und Mila Größe 92. Die beiden wachsen ordentlich im Moment. Das Kinderzimmer sieht auch ein bisschen wüst aus. Und ja, jetzt werde ich erstmal gleich das Bett machen und Mila anziehen. Und Mila hat schon gefrühstückt und zwar im Schlafanzug, weil sie meistens, wenn sie frühstückt, alles versaut, ihre Hosen und so. Deswegen machen wir das jetzt immer im Schlafanzug, weil den kann man schneller in die Wäsche tun. Willst du dich anziehen? Wollen wir dich anziehen? Hose anziehen? Und Pullover anziehen? Gib mal ein Küsschen. So sieht gerade übrigens unser Wickeltisch aus. Also ziemlich chaotisch. Hier liegen Klamotten von Mila, da von Louis. Es war mit Mila manchmal schon ein bisschen unordentlich auf dem Wickeltisch, weil ich ihr nicht jeden Tag das Gleiche anziehe, sondern meistens immer was Neues. Und dann liegen die Sachen vom Vortag, die aber nicht schmutzig sind, noch da. Und dann liegen die halt rum und ich muss die gleich mal zusammenlegen und wegsortieren, weil die sind wirklich nicht dreckig. Und die kann sie dann nochmal anziehen. So, Mila ist angezogen und ja, ich bin auch noch in Dödelluft. Das ist so der Mama-morgendliche Dress. Puschen und Schlabberhose und Schlabberjacke und Schlabber-T-Shirt. Aber ich werde das wahrscheinlich, also ich werde jetzt erstmal ein bisschen aufräumen, die Betten machen. Vielleicht auch nochmal selber was essen. Mal schauen, ob das funktioniert. Und den Kleinen werde ich jetzt mal versuchen, in sein Bett zu legen.
habe noch nicht so viel geschafft. Es ist jetzt 9 Uhr. Der Kleine ist immer noch hier drin, weil ich habe ein bisschen Schiss, weil ich ihn rausnehme, dass er dann quengelig ist und dann komme ich sowieso zu nichts. Deswegen lasse ich ihn jetzt einfach hier drin. Aber man merkt schon, jetzt wo er immer größer wird, man hat nicht mehr so viel Freiheit wie am Anfang. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall eine Erleichterung, ihn einfach dort reinzupacken. Und ich wollte euch was zeigen. Ich habe so ein Stillkissen hier genäht. So sieht das aus. Hier habe ich so einen Reißverschluss und da drin ist dann halt nochmal ein Kissen. Und ja, das habe ich genäht, weil mein Mann immer meins klaut. Und Mila kuschelt sich da auch immer gerne rein. Ne? Man hat mit dem zweiten Kind echt viel mehr Wäsche, beziehungsweise komme ich nicht so viel zum Waschen. Und es stapelt sich und stapelt sich. Und ich habe das Bügeln mittlerweile auch schon aufgegeben, weil sonst würde ich hier keine Wäsche mehr im Schrank haben, glaube ich. Ja, so ist es, ne? Ich werde gleich noch staubsaugen, weil ich weiß nicht, ob das durch die Heizung kommt. Im Moment ist es so staubig bei uns in der Wohnung. Da kann man jeden Tag Staub wischen. Jetzt soweit alles geschafft. Mila fährt hier mit ihrem Auto durch die Gegend. Ne, mit jetzt? Und ja, ich müsste eigentlich noch abwaschen, aber das mache ich heute Abend wahrscheinlich, weil da noch so viel zukommt nachher. Und ja, Louis Bett mache ich gleich nochmal ein bisschen schön. Und dann werde ich ihn gleich stillen, weil er hier langsam ein bisschen zappelig wird. Und dann machen wir noch einen kleinen Apfelsnack. Dann isst Mila noch einen Apfel, weil sie isst immer erst nach dem Mittagsschlaf Mittag, weil sie sonst gar nichts isst. Also sie isst wirklich sehr schlecht. Und eigentlich finde ich es gar nicht so schlimm, dass sie so ein bisschen, ja, so hängen, sage ich mal. Aber habt ihr vielleicht einen Tipp, wie man die ein bisschen gerade halten kann? Also dass die nicht ganz so, dass sie mehr so ein bisschen stehen. Also wenn man sie kauft, sind sie ja gerade und jetzt sind sie so. Aber ich finde Tulpen halt so schön. Ne, Mili, Tulpen sind schön, ne? Hallo, Bärchen. Ja. Hallo. Dein Bruder wach, ne? Guck doch mal ernst, ne? Hallo, Louis. Du hast auch noch Schlafanzug an. Müssen wir dich noch umziehen nachher, ne? Wo ist der Bauch? Sind sie da, ne? Bist du ein Gespenst? Fuss, du siehst ja gar nichts. Erzähl mich, ja. Das ist ja super. Hallo. Ja. Was hast du denn hier mitgebracht? Den großen Teddy? Ich werde gleich frühstücken und den Akku laden und dann melde ich mich, wenn der geladen ist. Oh, ich bin schon wieder müde. Hallo, ihr beiden. Ja. Gib mal ein Küsschen. Vorsicht, aber nicht so toll. So langsam, super. Mal ein Ei machen, ne? Ja, dein Bruder, ne? Hallo, Louis. Hallo. Lach mal. Wie kuschelt ihr? Hey. Oh, super. Gesundheit. Mila, die ist ein bisschen grob mit dem Kleinen. Aber nicht, weil sie es unbedingt will, sondern ja, weil sie es nicht besser weiß. Und da muss man ein bisschen aufpassen schon. Also so richtig alleine lassen tue ich sie nicht zusammen. Wie jetzt hier mit dem Kissen, was sie versucht ins Gesicht zu drücken. Ist sehr gefährlich. Also passt auf, was eure Kleinen da machen. Ja. Ja, du
freut sich, ne? Du lächelst. So, beide Kinder im Bett. Ja, es ist jetzt 12 Uhr ungefähr. Oder sogar nach 12. Und ja, ich werde mir gleich mal überlegen, was wir zum Mittag essen. Wobei ich glaube, wir haben noch Spaghetti über von gestern, dass wir die nochmal essen. Und ja, mittags klappt es eigentlich mal ganz gut, dass beide gleichzeitig schlafen. Ich lege immer erst Louis hin, weil der länger schläft. Und dann lege ich Mila hin. Und ja, es klappt eigentlich immer ganz gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich werde jetzt nochmal ein paar Minuten für mich genießen. Weil soweit ist ja alles fertig. Das ist ganz schön. Also es ist ein Rat von mir, macht ruhig morgens alles fertig, dann habt ihr den Tag irgendwie nicht mehr so viel zu tun und ja, könnt euch um andere Sachen kümmern. Ja, das ist so mein Tagesablauf jedenfalls. Wobei ich manchmal auch gerne morgens liegen bleiben würde. Mache ich auch manchmal, aber man merkt sofort abends, dass man da nichts gemacht hat, weil überall was rumliegt und ja, es stapelt sich dann wieder. Schmeckt lecker? Du gleich noch mehr? Mila ist wach, Louis schläft wieder und sie isst jetzt gerade. Ich mache mir wahrscheinlich auch gleich was. Ja, ich habe es mir jetzt gerade nicht geschafft, deswegen musste sie leider alleine essen. Eigentlich bin ich da ja immer, finde ich das immer blöd, wenn sie alleine essen muss, beziehungsweise eigentlich finde ich schön, wenn wir alle zusammen essen, so wollte ich sagen. Streust du alles da auf dem Boden? Naja. Dieser Teppich hier übrigens, eigentlich ist er total blöd, weil der verschlingt alles und ja, wir müssen uns da mal was anderes einfallen lassen, weil das eigentlich nicht so schön ist. Wir hören gerade Musik und Mila hat einen Haferkeks bekommen. Den essen wir jetzt und dann gehen wir da wahrscheinlich gleich ein bisschen raus. Und wir lieben dieses Lied und ich kann euch das mal in der Infobox verlinken, weil wahrscheinlich muss ich hier den Ton rausschneiden, weil sonst kriege ich Ärger von YouTube. Und, wir hören gerne christliche Musik und ich kann euch mal ein paar Lieder, also meine Lieblingslieder verlinken in der Infobox, die ich sehr gerne höre. Und dann wollte ich euch nochmal fragen, wie ihr überhaupt das mit dem Vloggen findet. Ob ihr das gerne guckt und wie oft ihr das überhaupt gucken wollt, weil theoretisch könnte ich jeden Tag vloggen, aber ich würde es wahrscheinlich nicht schaffen zu schneiden. Ich weiß nur von mir, also die Leute, die ich abonniert habe, die jeden Tag vloggen, ich schaffe es nicht, mir jeden Vlog anzugucken und ich finde es irgendwie schade, weil ich dann irgendwie denke, ich hink so hinterher. Und deswegen vlogge ich eigentlich immer nur, wenn ich gerade Lust dazu habe. Und wenn ich finde, es irgendwas Spannendes, also heute ist es zwar nicht so spannend, schreibt mir doch einfach mal, wie oft ihr Zeit habt, Videos zu gucken und ja, wie oft ihr sowas sehen wollen würdet. Hat Louis kalte Füße? Hat er kalte Füße? Die stinke Füße? Willst du ihm die anziehen? Und vloggen, sag mal hallo, ihr Lieben. Tschüss. Sag mal tschüss. Tschüss. Muss ohne Schnuller. So, der Papa geht jetzt mit den beiden ein bisschen spazieren. Und ja, ich mache noch mal ein bisschen, was hier so anfällt. Oder, ja, mal schauen. Irgendwas fällt mir schon ein, was ich mit der freien Zeit machen kann. Hallo. Wo ist meine Mila? Da. Da ist meine Mila. Wollen wir mal gucken, wo wir heute hingehen, ne? Wo wollen wir heute hin? Ich hab dich. Give me five. Super. Ja, du lachst ihn, ne?
So, die Kinder sind wieder da vom Spazieren. Ich habe abgewaschen und Kommentare beantwortet, weil ich das ein bisschen vernachlässigt habe in letzter Zeit. Und es hat sich ein bisschen angesammelt. Ich hoffe, ich habe euch alle Kommentare beantwortet. Also ich versuche das eigentlich immer. Also hauptsächlich auf YouTube. Bei Instagram gehen die Kommentare manchmal ein bisschen unter, wenn dann auf einen Schlag so viel kommt. Und deswegen, ja, ihr könnt, wenn ihr mir Fragen stellen wollt, könnt ihr das per Direktnachricht auch gerne mal machen. Oder auf Facebook, also aber am besten bei Instagram mal per Direktnachricht. Da antworte ich eigentlich immer am besten. Und genau, der Kleine hat schon seinen Schlafanzug an. Und den hat er heute zum ersten Mal an, in Größe 62, ne? Genau. Und Mila möchte, dass ich ihr Planschbecken aufpuste. Das werde ich aber nicht tun, weil das dann eh nur rumsteht. Und ich sehe auch schon langsam ganz schön wüst aus. Ich werde jetzt gleich Abendbrot für Mila machen. Dann werde ich den Kleinen ins Tuch nehmen und dann hinlegen. Und dann hoffentlich Mila auch ins Bett bringen. Und dann ist der Tag für heute eigentlich schon gelaufen. Mila kriegt Abendbrot. Ne? Mama hat auch eins, aber ich habe vergessen, mir einen Teller zu holen. Ich habe mir jetzt eine Kanne Stilltee gemacht. Übrigens, diese Kanne von Tupper, die ist richtig toll. Die ist zwar richtig arschteuer, aber die hält 2 Tage das Wasser echt heiß. Ich habe mir aber ja Tee gemacht, wie gesagt. Und die hat so einen coolen Verschluss. Da kann man dann einfach gießen, ohne den Deckel zu halten. Abends ist ein bisschen herausfordernd immer, dass Mila halt ihr Abendbrot kriegt. Alle Kinder einen Schlafanzug anhaben, deswegen habe ich Louis den jetzt schon ein bisschen früher angezogen. Und ja, ich sag mal so, hätte man ein Kind, was schon, ich sag mal, 1-2 Jahre älter ist, dann ist es vielleicht nicht so, also es ist bestimmt auch anstrengend, aber es kann sich dann schon mal alleine einen Schlafanzug holen oder schon mal ein Buch holen. Und so musst du halt wirklich für beide Kinder alles machen. Also anziehen, wickeln und so weiter. Und ja, wir haben Äpfel und Joghurt nachher noch und was zu trinken. Und ja, Louis liegt jetzt da. Aber jetzt bist du ganz zufrieden, ne? Da in deinem Kissen. Hm? Ja? Meditierst du? Ich setze mich jetzt mal dazu, solange Louis ruhig ist. Ne? Ja, ich würde gerne Louis erst ins Tuch nehmen, wenn Mila Schlafanzug und alles anhat. Weil wenn er dann fest eingeschlafen ist, kann ich ihn weglegen. Aber wenn ich ihn längere Zeit dann im Tuch habe, dann kann ich ihn nicht mehr weglegen, weil er dann wieder so eine Wachphase kriegt. Und dann wird es schwierig, Mila ins Bett zu kriegen. Genau, und mein Mann ist übrigens nicht da, falls ihr euch wundert, weil der noch zum Freund gegangen ist. Und der kommt erst später, deswegen bringe ich die Kinder heute alleine ins Bett. Und ich sage jetzt, glaube ich, tschüss zu dem Vlog, weil es ja gleich sonst zu stressig wird. Ich werde Mila gleich den Schlafanzug anziehen und dann mache ich Feierabend für heute. Und dann sage ich erstmal tschüss. Sag's auch tschüss.